gibt ein neues Magazin rund um das Thema Wein. Und Christian Schermer hat es gemacht und ich muss ihm diese Bühne bieten. Ich muss, weil ich will. Das ist alles. Ich finde es eine geile Sache. Und Christian, kommst du kurz auf die Bühne und nur 5 Minuten, nicht 10. Bitte. Es ist ein neues Magazin und es heißt Schluck und lasst es euch schmecken. Bitte. Bleibt ihr einfach alle da? Ja, ja. Sehr schön. Kommt zu euch. Hallo? Sehr schön. Mir war natürlich nicht bewusst, dass ich den heutigen Abend hier vor der Party schließen soll. Sonst hätte ich das vielleicht ein kleines bisschen anders gestaltet. Trotzdem bedanke ich mich für die Möglichkeit. Ich habe heute schon einmal ganz kurz oder eine halbe Stunde im Rahmen der Quet Open das Magazin präsentieren dürfen. Ich verspreche es sehr kurz zu machen und euch somit auch schnell in die Party zu entlassen. Wir machen Schluck, das anstößige Weinmagazin. Wir, das sind Bald Truschkowski, Julia Klüber und meine Wenigkeit und somit drei Leute, die bescheuert genug waren, sich das neben ihren Fulltime-Jobs auch noch anzutun. Wir machen das, wie gesagt, nebenher, es ist kein Verlagshaus dahinter, es gibt keinen Investor, es ist reine Leidenschaft und wahrscheinlich auch ein bisschen Verblendung durch weinschwangere Abende. Zudem als Chefredakteur durften wir Manfred Klimek gewinnen. Ganz kurz nur die Expertise des Ganzen, also Paul und Julia haben in Geisenheim Weinbau studiert, haben eine kleine Agentur, die namens Wine Adventures, wo sie Weinkonzepte entwickeln und machen aber ganz spannend Weinvibes, das ist eine Weinveranstaltung, eine Weinverkostung in Partyrahmen, also ganz entspannt, mehrere Winzer. Man darf gratis sich durch ihre Weine trinken und zudem tanzen. Ich selbst mache mit einem kleinen Grafikstudio schon seit mehreren Jahren Bücher, Magazine und das Ganze drumherum. Und es war dann auch auf diesem Event, auf dem Weinvibes, dass wir uns getroffen haben mit einem Glas Wein in der Hand, schon zu fortgeschrittener Stunde und gemeint haben, wir müssen was gemeinsam machen. Ich habe dann irgendwann angefangen, deren Katalog zu designen, denn ich wollte dann ganz eigennützig, nachdem ich schon lange ein eigenes Magazin machen wollte, diesen Katalog zu einem Magazin machen und habe sie gepusht und dann haben die Formate geändert und neue Contents dazu getan. Das hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Also man kann nicht zu zweit ein so großes Event organisieren und nebenher noch irgendwie ein spannendes Magazin zu machen. Ganz kurz habe ich noch vergessen, Manfred Klimek ist ganz wichtig, den wir dafür gewonnen haben. Für die ihn nicht kennen, der war ganz am Anfang als Fotograf beim Wiener, knipst für Stern, Zeit, ist freier Autor für Brand 1, Falstaff, Feinschmecker, Vinum und diese ganze Schoße. Betreibt ein kleines Weingut und eine Weintageszeitung im Netz. Und die Gazzetta del Vino hat mal über ihn gemeint, er sei der Vater des modernen Weinjournalismus. Für uns war er einfach der Chefredakteur in Idealbesetzung. Und ja, so haben wir dann, wie wir diesen Katalog gestaltet haben, sehr schnell gemerkt, es führt zu nichts. Trotzdem waren wir angefixt von dieser Idee und haben dann, als Paul eines Tages aus Frankreich zurückkam und es war letztes Jahr, kurz nach den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris und hat ein paar Weinetiketten mitgebracht, die Charlie Hebdo für ein französisches Weingut entworfen hat. Mit der politischen Präsenz der Zeit haben wir gewusst, das ist unsere erste Geschichte. Und so haben wir dann angefangen, uns ernsthafter mit der Idee eines Magazins zu beschäftigen. Schluck ist eigentlich professionell aufgezogen, oder zumindest versuchen wir es, aber es ist ein reines Leidenschaftsprojekt. Leidenschaft für Wein, für Genuss, für Magazine, für gute Geschichten. Und ein großer Vorteil davon ist natürlich die Freiheit, die das Ganze mit sich bringt. Und der noch viel größere Vorteil, ein Weinmagazin zu machen, ist, dass man natürlich bei den Redaktionssitzungen auch Wein in rauen Mengen genießen darf. Und so werden auch die Nachtschichten irgendwie erträglicher und das Ganze haben wir ja nicht gemacht, weil wir unglaublich gelangweilt waren, von was es in diesem Bereich einfach gegeben hat bis dahin. Die ganzen Weinmagazine, für die auch Klimek geschrieben hat, oder Genussmagazine, ähneln sich zum Teil sehr, die Texte sind sehr PR-schwanger. Es wird alles für schön und gut befunden. Es sind eigentlich relativ austauschbare Fotos vom Winzer mit seinem Weinglas am Weinberg, zwischen den Reben. Es gibt Punktebewertungen von Weinen und einen elitären Mief.
das ist alles gut und recht und hat absolut seine Daseinsberechtigung. Wir wollen uns auch überhaupt nicht damit anlegen. Nur uns hat das einfach nicht die Bohne interessiert. Und damals haben wir auf der Webseite geschrieben, wir haben lang nach so einem Magazin irgendwie gesucht, das aber nie gefunden und deswegen machen wir es jetzt selbst. Und das war uns irgendwie wichtig, zu sagen, dass wir nicht zu beschreiben, was wir machen werden und wie wir das machen werden, sondern einfach, warum wir das machen und diese Leidenschaft irgendwo auch zum Ausdruck bringen. Und eine große Herausforderung in dem Ganzen ist ja, wenn man so eine Nische auch macht, dass man abseits von dieser Nische auch ein bisschen eine breitere Masse anspricht, also abseits von den Concept Stores, von den Weinläden, wo wir das verkaufen, von den Do You Read Me's und so das, dass wir einfach auch im normalen Bahnhofsbuchhandel im Kiosk irgendwie in die Hand genommen werden. Und dazu braucht es irgendwo ein schlagkräftiges Cover, das habt ihr auch gesehen, damit die Leute direkt mal darauf aufmerksam werden und auch das anstößig im Titel. Das ist nicht reiner Scherz, sondern wir haben einfach, das Anstößige ist von sehr vielen Leuten als ganz klar, die haben das Cover gesehen, wir haben natürlich auch damit gespielt, als sexuell anstößig empfunden worden und sofort sind die Wogen hochgegangen, wir haben Feministinnen und Moralapostel watschen bekommen, der Vertrieb hat gemeint, das ist keine gute Idee, wir haben gedacht, echt, heutzutage noch, wirklich, also lockt das irgendjemand noch hinter dem Ofen hervor und trotzdem ist es einfach, es wirkt auf den ersten Blick platt, aber eben nur, wenn man sich nicht genauer damit beschäftigt. Wenn man hinsieht, erstens einmal, sie ist angezogen, er ist nackt, es passiert auch nicht wirklich viel Anstößiges. Trotzdem hat Oliver Rath ein Etikett von Charlie Hebdo fotografisch reinterpretiert und was wir damals damit bezweckt haben, war eigentlich das politischste Thema des Magazins oder des Hefts kommentarlos aufs Cover zu bringen. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert und zeigt, dass wir anstößig im Sinne von Denkanstößen verstehen, von Courage, von einem von Wille zur Diskussion und nicht nur platt, also sexuell anstößig. Wenn sich's dabei ein bisschen aus dem sexuellen Fenster lehnt, mein Gott, also wenn das wirklich noch stört. Ja. Doch damit kommen wir jetzt ganz kurz dazu, neben dem ganzen Design, warum sollten uns die Leute überhaupt kaufen, was bewegt sie dazu, sich damit zu beschäftigen? Sind die Texte, ist der Inhalt, sind die Geschichten, die wir erzählen wollen? Und wir haben da, glaube ich, im Vergleich zu anderen Genussmagazinen versuchen, einen ganz klassischen journalistischen Anspruch zu verfolgen, guten Journalismus zu machen, nicht die x-te gekaufte Geschichte über den Huberbauern im Weinberg zu machen, sondern auch eben Politik in einem Weinmagazin zu behandeln. Es hat irgendwie alles Platz, es gibt keine geschützten Zonen von unserer Seite. Wir haben unser Magazin, also reden wir auch frei von der Leber, vor allem von der Leber, von dem, was wir wollen. Ja? Und das kann kontrovers sein, das kann einfach sein, das kann, weil es einfach auch auf gut Österreichisch Arsch sein kann, wenn die Leute die ganze Zeit einfach nur über Wein reden wollen. Und weil Wein einfach auch als Vehikel funktioniert, wenn man sich auf ein Gläschen trifft oder noch besser auf ein paar Flaschen, und dabei einfach Geschichten entstehen, man dabei spricht, das bringt die Leute zusammen. Und da entstehen diese Themen. Und da möchte ich ganz kurz jetzt durchrattern. Ein Thema zum Beispiel, Raymond de Villeneuve ist ein Winzer aus Frankreich, der in einem Hagel innerhalb von einer Stunde seine gesamte wirtschaftliche Existenz verloren hat. Und das in einem Gebiet in Frankreich, wo die Winzer bislang gegeneinander gearbeitet haben und als Konkurrenten und nicht miteinander. Und trotzdem hat er eine sehr große Heimat gefunden, nämlich die Solidarität seiner Kollegen, die dort sich zusammengetan haben, jeder hat einen Teil seiner Ernte gespendet quasi, das französische Weinrecht hat beide Augen fest zugedrückt und er hat dadurch irgendwie einen Wein, den Hagelwein machen können und sein wirtschaftliches Fortkommen sichern. Das ist eine Geschichte, die in der französischen Presse rauf und runter gegangen ist, in Deutschland kaum Erwähnung gefunden hat und wir finden also gerade heutzutage in Deutschland und noch viel mehr in Österreich. Weißt du, was das Tolle daran ist? Ist ein Freund von mir. Ja? Ja. Raymond? Ja. Sehr schön. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Nee, und genau das ist einfach, muss sagen, wir hätten heutzutage ein bisschen mehr an Solidarität, würde uns gerade jetzt auch nicht schlecht tun. Alvin Jocic, ganz kurz, ein sehr erfolgreicher österreichischer Winzer, der vor 10 Jahren in Australien sein Praktikum gemacht hat und nach 10 Jahren einfach zurückgegangen ist und noch einmal ganz von vorne angefangen hat und dieses Praktikum als sehr erfolgreicher, fast österreichisches Aushängeschild schon sehr erfolgreicher Winzer wiederholt hat und einfach die Geschichte erzählt, warum das Lernen im Leben eigentlich nie aufhört. Oder Massimo Bottura, der einer der bekanntesten oder besten und intellektuellsten Köche Italiens, der einfach über seine Besessenheit erzählt, ständig jeden Tag ein neues Gericht erfinden zu müssen. Werde ich jetzt schon rausgeworfen?
Ich bin schuld. Kein Ding. Weißt du was? Das Tolle ist, wenn du jetzt so anfängst, über den Inhalt zu erzählen, die Leute sollten das kaufen, oder? Ja, sehr schön. Deswegen mache ich jetzt auch den Bogen und sage, sie können nämlich gleich die zweite Ausgabe kaufen, die nämlich bald herauskommt, nämlich in knapp 1,5 Wochen. Super. Die präsentieren wir in Hamburg. Wenn irgendwelche Hamburger da sind, seid ihr eingeladen. Auf unserer Facebook-Seite habt ihr den Link zum Event. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und nehme es mal zur Abschied. Danke.